So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baldur's Gate 3. Oder Aufnahmesession. Ich muss mir das echt abgewöhnen mit mit der Folge, weil ich mache ja immer Sessions jetzt. Und nicht mehr wie früher auf der Playstation. Immer jede Folge einzeln stoppen. Warum ich begrüße, was ich eigentlich nicht mache, damit man einen flüssigen Übergang hat, ist einfach, ich habe halt ein paar Sachen gemacht. Als allererstes, ich habe unser Inventar aufgeräumt. Außer das, dazu komme ich gleich noch, weil das haben wir gerade erst bekommen von Kratzer. Weil ich dachte mir, dann kann ich auch eben mal schnell ins Lager gehen und Dingens machen, damit alles wieder fit ist. So, genau, ich habe jetzt aufgeräumt, alles was wir... da ist noch was. Verkaufen wollen. Also ich habe wirklich mal ein bisschen sauber gemacht. So, und das habe ich halt bei allen gemacht. Oh, enough waiting. I crave blood. What a charmer. Na, einfach, damit wir das nicht unbedingt im Let's Play haben, weil es kann, oder es hat halt tatsächlich ein bisschen gedauert. Und wie gesagt, ich habe dementsprechend auch gleich nochmal im Lager gepennt. So. Wir können tatsächlich jetzt hier wäsch, obwohl ich da noch mal gucken wollen würde. On my way. Ja, hier muss irgendwas noch sein. Immerhin stellen die Minen bestimmt nicht auf, weil sie Spaß dran haben. Okay, ich dachte gerade, meine Kopfhörer haben Dröhnen auf den Ohren, aber das ist hier. So, schauen wir mal. Hier. Victims of the Shadow Curse. At least they were afforded a burial. Ach, hier wurden Leute begraben. Und dann brauchen die das ja nicht mehr. Wie lange hat es eigentlich gedauert von ich bin der Held, ich mache nichts Schlimmes, bis hin zu, oh, ein Grab, ich brauche den Loot. Oder überhaupt sowas ähnliches halt. Aber gut, Held bin ich irgendwie, irgendwo ja doch, weil ich ja gar kein Geld für meine Dienste annehme. Also zumindest, wenn es mir angeboten wird, wenn ich Nein sagen kann. Aber ich glaube, das richtig Heldendasein, das hat sich ausgeheldet. Oh, ich dachte, hier wäre was. Es ist also einfach ein Friedhof, wenn man so will. Oh, da ist doch bestimmt irgendwas drauf. Viel zu verdächtig. Nee, doch nichts? Okay. Vielleicht war hier auch schon mal was drauf und ich hab's schon weggenommen. Ja, gut. Dann können wir hier tatsächlich wäsch. Obwohl, hier geht auch noch. Also manchmal gibt es einen komischen Sound. Ich weiß nicht, ob es... Ich hoffe, es ist das Spiel. What's inside? Überrascht. Ah. Da. Bin mega überrascht.
aye, aye. Obwohl, so, jetzt sollte ich eher so. Gut, ich schätze mal, die haben nichts niedliches kleines Ei. What's hiding here? Wow. These boots have seen everything. Genau, wie ihr gerade gesehen habt, die Speicherstellen habe ich auch mal aufgeräumt. Rechts oder links? Ich glaube, da könnte noch was sein, aber wir gehen dann vielleicht auch erstmal links. Nüscht. Ich wusste, dass das mit dem Inventaraufräumen nicht sehr lange hält. Also ich war darauf vorbereitet. Here we go. Immer auf Nummer sicher gehen. Färbemittel können wir das direkt ans Lager packen, genau so. Könnten wir eigentlich mal ausprobieren, dieses Färbemittel. Hier ist ein Lager. Wurzeln. Na. Na gut, holen wir uns gleich. Tja, was soll ich sagen? Ständig Loot. Der Gewesene. Der Gewesene? Was ist das für ein dämlicher Name? Hey, du da. Where lies your guilt? The waning moon. Was ist hier los? You walk in the darkness unafraid. How curious. A fair point. Perhaps this one could assist us. The murdered lie silent.
The Raven asks, will you be their voice? Kommt drauf an, wer hat diese Frau ermordet? She is not the victim. Nay, she is the perpetrator. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Sie ist tot, wie kann sie noch mehr bestraft werden? Ich wette, ihr seid nicht aus Herzensgüte hier. Es klingt, als müsse sie bestraft werden, und zwar gründlich. Ich wette, ihr seid nicht aus reiner Herzensgüte hier. I have no heart. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Warum tut ihr das? My reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Will you take it? Ich will ja schon, aber irgendwie wirkst du so ein bisschen schlecht. Das werde ich. Was muss ich tun? I thank you. As to those who died by her words. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Buch heißt Ledger? Ja gut, ich meine, das Vorbeibringen ist doch kein Thema. Also, ist ja nur ein Buch. Sichelmondbrennerei. Catherine Thorne is no more. But the Shadow Curse still remains. I need to be careful. Dass dieses verdammte Feuer immer noch hier ist. Cool, sie laufen außen rum. Wow. Wir suchen ein Buch. Wir haben das Buch gefunden, wir sollten es dem... Klar. Irgendwie habe ich es mir schon gedacht. Während ich mit ihm gesprochen habe, dachte ich mir noch so, das Buch, das habe ich bestimmt. Was ist das hier für ein Geräusch? Das ist nicht die richtige Wurzel. Die Wurzel allen Übels. Dauert einen Moment. Our orders do not matter. We make our own destiny now. The air stirs in trepidation. You have the ledger.
Ich sagt mir erst, was ihr damit wollt. To punish a murderer. If that is not enough, leave. I have no time for those lacking commitment. Hier, nehmt es. We have it. Her lies, her guilt. Madeline reported her friends to a dark justicia and fled when they were butchered. Well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit. I will force her to face trial, and you will be the judge. Make her beg. Make her suffer. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass sie Gerechtigkeit erfährt. Wir sollten uns erst anhören, was sie zu sagen hat. Careful! For a serpent in life is a serpent in death. Hä? Was war das? Witness. You. You said I was gonna be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. Warum sagt ihr mir nicht, was passiert ist? I said it didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised. Wenn sie besoffen waren, warum habt ihr sie gemeldet? The Dark Justicia said to report everything, big or small. She ain't the type you say no to. She gave him a dagger each and told him to press it against their stomachs on the count of three to start stabbing and not stop till she said so. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything. Überzeugen. Ihr müsst gar nichts tun. Es war nicht eure Schuld. Ich verspreche es. Ja, doch, irgendwie schon, aber... Sie wollte es halt nur richtig machen. Sie wollte nicht, dass jemand stirbt. Tja. Na gut. What I did was wrong. And I won't ever forgive myself. But hearing that just one person doesn't hate me, that one person forgives me, makes the load so much lighter. Thank you. Oh, der wird sauer sein. You were supposed to make her suffer, not forgive her. Was geschehen ist, war nicht ihre Schuld. Sie hat es verdient, dass ihr vergeben wird. That doesn't matter. I seek the guilty, the tormented, the anguished. You have crossed me. And for that, I end your pathetic life. Technisch gesehen habe ich dich nicht hintergegangen. Knees high. What's the plan? Irgendwas sagt mir, dass der Rabe vielleicht besser ist oder stärker ist, als man denkt. Ja, sehr gut. Been judged and found wanting. Hey.
So geht's auch. Make way. Harold. Okay. Erstmal das Schwert wieder. Wo ist das andere? Ich hasse Dinge, die einen entwaffnen. Wenn man dann alles wieder aufheben muss. Flackets will be done. Gut, dann haben wir das. Der Gewesene. Ja, jetzt bist du gewesen. So, was? Gewesener, was plagt euren Geist? Die Königin hat sich deutlich ausgedrückt. Zieht euch mit gebührender Eile ins Schattenfeld zurück. Ihr habt das Schicksal von Liebesgeflüster mit angesehen. Nach einem 10 Tagen in der Dunkelheit wusste sie ihren eigenen Namen nicht mehr. Dieses Land ist reich an Tragödien und Erinnerungen. Aber unser Verstand ist schwach gegen den heimtückischen Fluch, Liebesgeflüster. Also Fluch, Punkt, Liebesgeflüster hat heute Morgen ihre eigenen Raben erdrosselt. Liebesgeflüster? Ihre Raben. Die Königin war erzürnt über den Verlust ihres Kindes und schlug Liebesgeflüster nieder, wie es ihr gutes Recht war. Kehrt sofort zurück, sonst bin ich gezwungen, eure Fahnenflucht zu melden. Euer Wille geschehe. Okay. Ah, der Rest hier scheint eher uninteressant zu sein. Swift as my feet can carry me. With a fleck of the wrist. Okay, aber Schild. Da ist ein Schild, aber wir kommen da nicht hin. Okay. Wahrscheinlich einfach, um die Szenerie etwas glaubwürdiger zu gestalten. Ist ja klar, irgendwo muss ja ein Schild sein. Wenn da eine Straße ist. Da kommen wir hin.
Ach, das. Hä? Das fällt dir jetzt auf, oder? Hä? Traps, please. Something over there. Und wieder was vergraben. Maybe I need more pockets. Ich hoffe ja, dass sich noch irgendwo ein Monster. Something good here, I hope. The animal never had a chance. The curse consumes everything it touches. Gut, dann noch weiter hierhin. Aber das scheint auch nicht zu sein. So. Da haben wir alles. Jo, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Das heißt, Straße nach Baldur's Tor. A shame we couldn't have left it. But we have to move on. Looks like an army marched through here. It's so.